Hallo, ich darf euch recht herzlich heute zu dem Vortrag begrüßen. Ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, was wir nicht so häufig haben, weil sich die Gelegenheit nicht so häufig bietet und was mich persönlich auch so ein bisschen interessierte, was da passierte. Und das ist, dass tatsächlich an einer Distribution mal ein etwas größerer Umbau passiert. Und darüber möchte ich euch heute bei den Hintergründen ein bisschen was erzählen, was da so passiert, was sich technisch ändert, was an der Community passiert. Es dreht sich dabei um die Umbauten, die wir in der letzten Zeit bei dem CentOS-Projekt sehen konnten. Also sprich um das Ökosystem rund um Fedora, Red Hat Enterprise, Linux, CentOS. Da schauen wir einmal, wie das bisher so gelaufen ist, was da so die Hintergründe waren, wie die groben Abläufe waren. Und dann möchte ich euch einmal aufzeigen, wie das Entwicklungsmodell sich jetzt entwickelt hat, was da passiert ist. Und auch vielleicht so einen kleinen Ausblick wagen, was das jetzt in der nächsten Zeit für die Community und für diese Distribution überhaupt bedeuten kann. Ich möchte mich einmal kurz vorstellen. Ich bin Linux System Engineer. Ich arbeite im Infrastrukturteam der NetUse. Und wie ihr da an meinen Themenschwerpunkten seht, ich habe sehr viel mit den Red Hat-Systemen zu tun. Von daher betrifft mich beruflich dieses Red Hat-Ökosystem auch so ein bisschen. Aber es ist halt auch ein privates Interesse, weil ich in meiner Arbeit als in der Linux User Group auch mit den Communities zu tun habe und das natürlich so ein bisschen beäuge, was da im Open Source Umfeld passiert und was mit den einzelnen Distributionen so gerade aktiv ist. Ich möchte das gleich dazu erwähnen. Ich bin kein Mitglied in der Community von einer dieser Distributionen. Ich arbeite da also nicht aktiv mit, sondern ich nutze einfach die Distribution, so wie viele andere Linux-Administratoren auch. Und deswegen ist das ein Blick, der von etwas von außen kommt und nicht direkt darüber ja, berichtet, wie das innerhalb der Community dort aussieht, weil ich da keinen Einblick habe. Also aber schon so, dass ich sehr dicht mit dem System zusammenarbeite, weil wir selber auch Red Hat Partner sind und von daher sehr viel mit diesen Produkten zu tun haben. Schauen wir einmal rein, wie sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat, wie das eigentlich losging mit dem Ganzen. Das bisherige Modell, wie diese Distributionen zusammenhingen, waren so, dass nach den eigentlichen Open-Source-Projekten, hier exemplarisch mal der Linux-Kernel, erstmal die Fedora-Distribution kommt. Das ist also eine reine Community-Entwicklung, die da stattfindet. Da sind viele Entwickler mit drinne. Es sind natürlich auch, liegt an der Natur der Sache, viele Red Hat-Mitarbeiter mit bei. Aber es ist Community getrieben, es sind Open Source Projekte, dort werden Innovationen ausprobiert, da werden neue Technologien ausprobiert, ist also immer ein sehr schneller Wechsel mit bei. Und wir haben dort auch eine Distribution, die normalerweise alle 6 Monate neue Releases rausbringt, wo also sich sehr schnell etwas tut und die dementsprechend auch schnell neue Technologien adaptiert. Dann hat Red Hat das so gemacht, dass es alle paar Jahre sich im Prinzip eine Fedora-Version geforkt hat und auf dieser Basis das Ganze weiter stabilisiert hat, die Features reingebaut hat, die für die Enterprise-Kunden wichtig waren, und das Ganze supportfähig gemacht hat, sodass sie es dann irgendwann als neue Major-Version für Red Hat Enterprise Linux rausgegeben haben und es dort ganz normal dann mit den Subscription-Modellen an ihre Kunden verkauft haben und da die Supportleistung drumherum verkauft haben. Und erst danach, nach so einem Release, kam das CentOS Linux-Projekt, was sich diese Sourcen genommen hat, die dann zusammen mit dem Release vom Enterprise Linux veröffentlicht wurden, und die im Prinzip nochmal überarbeitet hat, dort die markenrechtlichen Sachen von Red Hat ausgetauscht hat und es dann als Community-Distribution rausgegeben hat. Das ist ein sehr beliebter Nachbau gewesen, weil er einen hohen Kompatibilitätsgrad hatte. Die Anleitungen, die man für Red Hat Enterprise Linux hatte, die galten fast 1:1 auch für CentOS und andersrum. Von daher konnte man dort sehr gut ausprobieren, was im geschäftlichen Umfeld dann auch mit Red Hat Enterprise Linux passierte. Und viele große Firmen haben deswegen auch das CentOS bei sich als Plattform verwendet und haben darauf gearbeitet, sodass das auch einen sehr hohen Verbreitungsgrad hatte. Da gab es halt entsprechend keinen Support drauf, man musste keine Subscription-Kosten bezahlen. Aber der Nachteil an dem Ganzen war, es konnte halt erst dann mit einer neuen Version losgehen, wenn Red Hat seine Red Hat Enterprise Linux veröffentlicht hat. Es hat also immer ein paar Monate gedauert, bis dort die entsprechenden aktualisierten Versionen rausgekommen sind. Und auch was so Patch-Management angeht, lief das immer so ein bisschen nachläufig. Es hat zum Teil immer etwas länger gedauert.
mit ein bisschen Versatz, wo dann die Patches, die Red Hat fürs Enterprise Linux schon rausgegeben hatte, auch für CentOS verfügbar waren. Dieses Modell hat man viele Jahre so betrieben, das hat also lange Zeit gut funktioniert, aber man sieht halt auch entsprechend Entwicklungen, die da jetzt stattfinden. Es wird immer schnelllebiger, gerade so diese ganzen Cloud-Themen oder Containerisierungsthemen, gehen sehr schnell. Man möchte sehr schnell neue Softwareversionen haben und dieses Modell ist da einfach so ein bisschen träge für und es hat nicht so richtig mehr performt, es hat viel zu lange gedauert. Deswegen hat man da durchaus an diesem Modell so ein paar Probleme auch erkannt. Und eins davon waren zum Beispiel die langen Reaktionszeiten, die das für Neuerungen gab. Weil man da als Beispiel sich in der Fedora-Community beteiligt hat und hat da in der Distribution seine Veränderungen mit reingeschrieben, seine Neuerungen im Source-Code mit veröffentlicht und hatte Pech, dass die Neuerungen, die man dort jetzt rein entwickelt hat, kurz nach dem Fork der nächsten RHEL-Version passierte. Dann hat man da auch Pech gehabt. Dann musste man Red Hat auf anderem Wege, also über Bug-Reports oder über Support-Aufträge oder ähnliches überzeugen, von diesem neuen Feature doch einen Backport in den RHEL-Bereich reinzumachen und das entsprechend zu übernehmen, weil das turnusmäßig erst mit dem nächsten Fork ein paar Jahre später mit der nächsten RHEL-Version entsprechend übernommen worden wäre. Ist also für neue Beiträge aus der Community sehr träge gewesen, hat sehr lange gedauert. Auf der anderen Seite, wenn man sich das einschaut, auch die CentOS-Community hat ja dort entsprechend Weiterentwicklungen gemacht, sie haben Erfahrungen gemacht und wenn dort etwas gefixt wurde, dann ist das nicht automatisch mit in das Red Hat Enterprise Linux eingeflossen. Zu Anfang war das eine ganz reine Einbahnstraße, wo das halt nur dadurch funktionierte, dass das CentOS-Projekt Patches wirklich nach ganz vorne in die Upstream-Projekte gegeben hat oder in die Fedora-Community rein. Seit den Kooperationen, die da aufgetreten sind, ist da dann auch schon mal etwas vom CentOS zurückgeflossen und ist schnell im RHEL übernommen worden. Aber das ist halt auch erst seitdem Red Hat sich in dem CentOS-Projekt mit engagiert hat. Und was aus Entwicklersicht immer so ein bisschen problematisch war, war wirklich, dass diese RHEL-Entwicklung im Großteil erstmal so ein Private Space war. Ab dem Moment, wo Fedora geforkt wurde, bis zu dem, wo das Release vom Red Hat Enterprise Linux rauskam oder naja, ein bisschen vorher die ersten Beta-Releases rauskamen, hat man eigentlich nicht so richtig einen Blick gehabt, was da in der Community jetzt passiert oder was in der nächsten Distributionsversion passiert. Gerade so große Einführungen wie damals mit dem RHEL 7, wo dann entsprechend Systemd mit reinkam, wo der Network Manager mit reinkam, musste man da also wirklich bis zum letzten Moment abwarten, bevor man rauskriegte, was sich dort jetzt im RHEL 7 beziehungsweise dann auch im CentOS 7 tut und was es da an Neuerungen gibt. Und erst wenn das veröffentlicht wurde, konnte ein Hersteller von Drittsoftware anfangen, seine Produkte darauf entsprechend anzupassen oder damit weiterzumachen. Und Beteiligungen durch die Community an der Entwicklung von dem Red Hat Enterprise Linux waren so halt überhaupt nicht möglich. Da gab es keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ich möchte jetzt hier eine Verbesserung mit einspielen, übernehmt die bitte, sondern das ist halt ganz andere Wege gelaufen. Und für das CentOS-Projekt war halt auch eins der ja, Probleme in Anführungszeichen, dass es halt immer relativ lange gedauert hatte, bis sie die neuen Versionen daraus hatten. Da hat man früher durchaus mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang fast gewartet, bis dort das neue CentOS-Release rauskam, weil erstmal die ganzen Arbeiten gemacht werden mussten und mit dem Umbau erst begonnen werden konnte, wenn RHEL sein Release entsprechend rausgebracht hatte. Die Situation hatte sich zwar in den letzten Jahren, seit RHEL da in der Kooperation mit drin ist, verbessert, das ging schneller, aber es waren trotzdem noch immer eine Verzögerung von ein paar Monaten, die man da hatte, bevor CentOS auch aktualisiert wurde. Wenn man jetzt einmal schaut, was hat sich da getan, dann ist das, wenn man von extern drauf schaut, jetzt so ein bisschen Mischmasch, weil es immer noch zu sehen ist, dass die ganzen Entwicklungsabläufe noch umgebaut werden. Da werden noch Tools ausgetauscht. So hundertprozentig vollzogen ist das noch nicht, aber es wird immer klarer, wo das hingeht. Und ein Weg dahin, der erste, war eigentlich im Jahr 2019, wo CentOS Stream announced wurde. Damals hat man das als CentOS Stream 8 eingeführt und hat gesagt, das soll eine Plattform werden, wo die nächsten Entwicklungen fürs Miner Release von dem entsprechenden Red Hat Release drauf passieren. Also in der Versionsnummer die zweite Stelle im Prinzip. Das heißt, dort im CentOS Stream 8 sollte dann die Entwicklung für ein 8.1 oder jetzt aktuell ist es gerade die Entwicklung für das 8.5 Release, sollte darauf stattfinden und wird seitdem dort vorangetrieben.
Das heißt aber auch, dass das CentOS Stream jetzt immer so ein bisschen vor dem normalen RHEL ist. So, da haben einige gesagt, so, oh, wird instabil oder ist nicht mehr so verlässlich. Da muss man einfach das Niveau sehen. Es ist nicht so, dass da gravierend neue Funktionalitäten reingekommen sind, sondern es waren halt das, was Red Hat auch in seinem Release entsprechend mitgemacht hat. Und weil sie das Release RHEL 8 stabil halten und abwärtskompatibel halten, sind da auch keine großen Sprünge drin gewesen. Viele haben das als Rolling Release bezeichnet, wo man einfach sagen muss, das stimmt nicht so richtig, weil das CentOS Stream 8 ist halt ein Release oder eine Distribution, die nur für die RHEL 8-Entwicklung da ist. Das heißt, das, was jetzt mit dem nächsten Release, CentOS Stream 9, kommt, was gerade in Vorbereitung ist, das ist wieder etwas, was von vorne neu begonnen wurde. Das heißt, das, was man unter so einem Rolling Release versteht, dass ich also die nächsten 10 Jahre keine großen Upgrades habe, sondern immer nur regelmäßig meine Updates einspiele, haben wir da eigentlich nicht. Sondern wenn CentOS Stream 8 irgendwann mal sein Ende erreicht, weil auch Red Hat 8 dann abgekündigt wird, dann hat auch dieses CentOS Stream dort ein Ende und man muss mit CentOS Stream 9 wieder von neuem anfangen und neu installieren quasi. Und was noch damit passierte, man hat angefangen, die Infrastruktur, die dahinter steht, zu vereinheitlichen an das, was im Fedora-System so bekannt war, was da also an Tools und Abläufen verwendet wurde. Das heißt, das macht das Ganze ähnlicher. Die Tools, die eingesetzt werden, sind jetzt für die Entwicklung vom CentOS Stream und vom Fedora großteils dieselben. Und auch intern für die Entwicklung vom RHEL werden diese großteils dieselben Tools verwendet. Aber so richtig Aufregung kam in das Ganze eigentlich erst Ende letzten Jahres rein, wo dann nämlich auf einmal das normale CentOS Linux abgekündigt wurde. Das ist, ja, sagen wir es mal vorsichtig, es ist durchaus umstritten gewesen, da ist heiß diskutiert worden, da ist auch richtig Action reingekommen, es sind ein paar neue Distributionen entstanden. Aber wenn man das einfach mal sich anschaut, was da jetzt faktisch passiert ist, dann hat Red Hat sich zu diesem Zeitpunkt entschieden, nicht mehr generell das gesamte Projekt zu unterstützen, sondern nur noch den Bereich des CentOS Streams zu unterstützen. Das heißt, diese ganzen Leistungen, die da drin waren, die ganze Bildinfrastruktur und so weiter, für das normale CentOS Linux, die werden dort auslaufen. Und das hat de facto dann dazu geführt, dass man sagt, das CentOS Linux 8 wird nicht weiterentwickelt. Da ist sogar der End-of-Life-Termin, also der Termin, wann die Updates eingestellt werden, ist sehr stark vorgezogen worden. Der ist jetzt Ende diesen Jahres. Normalerweise hätte das CentOS 8 noch mehrere Jahre Unterstützung bekommen, aber das ist jetzt halt nicht mehr so der Fall. Für das CentOS 7 hat man das unangetastet gelassen. Das heißt, das wird noch bis 2024 weiter betrieben. Aber diejenigen, die schon auf CentOS 8 umgestellt haben, die müssen sich jetzt bis Ende des Jahres quasi überlegen, ob sie auf Stream 8 wechseln oder was sie entsprechend machen. Seit dem Announcement ist es ja auch weitergegangen. Inzwischen ist es so, dass das CentOS Stream 9 am Horizont zu sehen ist. Wenn man auf den offiziellen Download-Seiten mal schaut, dann ist es da zwar schon aufgeführt, aber es steht immer noch Coming Soon. Man kann da nicht irgendwie auf den Download-Link klicken. Aber wenn man so ein bisschen dahinter in die Infrastruktur schaut, also in die verschiedenen Bildsysteme oder in die Git-Repositories, dann sieht man dort schon überall diese Tags C9S oder auch im Git die Branches C9S. Das heißt, dort ist Fedora 34 jetzt schon geforkt worden und die Arbeit zur Vorbereitung vom CentOS Stream 9 bzw. RHEL 9, die laufen gerade und sind aktiv. Und wenn man sich in die Entwicklertools reindenkt und dort reinschaut, sieht man auch schon am Ende der Kette, dass es dort auch schon regelmäßige Builds für CentOS Stream 9 gibt. Den Link habe ich da einmal mit reingepackt. Das sind nächtliche Testbuilds, die quasi gemacht werden, damit die Entwickler mit der aktuellsten Version arbeiten können und ausprobieren können, ob alles funktioniert und das für ihre Tests verwenden können. Und dort gibt es in dem produktiven Zweig auch schon die ISOs, die jede Nacht neu gebaut werden auf dem aktuellen Versionsstand. Das heißt, man findet das nicht so direkt auf der Frontseite, aber wer für Entwicklungszwecke das durchaus schon mal ausprobieren möchte oder mal reinschnuppern möchte, kann sich da die ISOs im Prinzip schon beziehen und kann das mal ausprobieren. Und damit ist jetzt im Prinzip der Umbau so ein bisschen vollzogen, was die Reihenfolge angeht. Dort haben also jetzt Red Hat Enterprise Linux und CentOS Stream die Plätze quasi getauscht. Und
Es ist so, dass auch als Shared Space in der Community im CentOS Stream-Bereich jeder mitentwickeln kann. Es können dort Patches eingereicht werden. Es können entsprechend die Entwicklung mit begleitet werden. Man kann aktiv an den einzelnen Softwarekomponenten mitarbeiten, sodass das also wesentlich offener geworden ist. Man hat da nicht groß unterschieden. Das ist im ersten Moment auch ein Entgegenkommen zu den Red Hat Partnern gewesen, dass die dort schneller ihre eigenen Produkte drauf testen können und anbinden können. Aber auch jedem Softwareentwickler aus der Open Source Community ist es somit möglich, dort etwas einzubringen und sagen, ich habe in dem, was jetzt 8.4 quasi entspricht, einen Fehler gefunden und hier mit diesem Bugfix können wir den fixen und dann kann man den dort einreichen. Und dann hat er halt entsprechend Chance, in das Red Hat Enterprise Linux 8.5 mit aufgenommen zu werden. Das ganze Modell läuft jetzt seit Anfang des Jahres so. Und wenn man sich die monatlichen Meetings von dem CentOS Stream Board mal mit anschaut, die werden inzwischen auch auf YouTube mit gestreamt, dann sind da auch die ersten Erfolgsmeldungen schon, wo also Bugs aus der Community rausgefixt wurden, die jetzt entsprechend in das nächste REL mit reinfließen werden, sodass diese Community-Arbeit dort gerade mit anläuft und man diese Verbesserungen auch mit in die Distribution bringt. Die Red Hat-Entwicklung selber findet aber trotzdem noch im Private Space, sag ich mal, statt, weil dort zum Teil auch Entwicklungen bei sind, die halt entsprechend kritische Sachen betreffen. Diese NDAs sind Non-Disclosure Agreements, also Verschwiegenheitserklärungen für einige Sachen, die dort mit bestimmten Firmen abgeschlossen werden. Und solche Sachen werden halt einfach nicht öffentlich gemacht, sondern das passiert dann öffentlich beim Release quasi. Wenn man sich dann das mal anschaut, wie das jetzt in der Reihenfolge aussieht, dann sieht man hier einmal, wie diese beiden Distributionen CentOS Stream 8 und 9 jetzt eigentlich entstanden sind. Man hat mit Fedora 28 das Ganze einmal geforkt. Da ist dann die Basis für CentOS Stream 8 raus geworden. In dem öffentlichen Bereich CentOS Stream wird permanent weiterentwickelt. Da werden neue Sachen mit eingereicht, wird permanent dran gearbeitet. Und Red Hat begleitet das die gesamte Zeit mit und macht regelmäßig seine Miner-Versions daraus und baut da quasi sein REL 8.2 oder 8.3 draus, wo es dann auch entsprechend die ganzen Erratas zu gibt und die dann entsprechend mitgepflegt werden. Jetzt mit dem Release von Fedora 34 ist auch der Fork schon passiert, sodass auch quasi die Codebasis für REL 9 schon feststeht und auch das CentOS Stream 9 schon in Arbeit ist. Aber wie gesagt, im Download wird es das wahrscheinlich offiziell auf den Frontseiten erst dann geben, wenn auch das REL 9 erschienen ist. Und man sieht dort auch die weitere Entwicklung. Hier unten ist Fedora Rawhide noch mit aufgeführt. Fedora Rawhide ist einem vielleicht schon mal begegnet, wenn man irgendwie die neueste Softwareversion für Fedora möchte, dann bindet man das häufig mit ein. Das ist also quasi immer die Entwicklungslinie, wo das nächste Fedora draus wird. Und das hat man dort auch so beibehalten. Das heißt, auch das ist ein Bereich, wo entsprechend aktiv mitentwickelt werden kann. Wie schon angedeutet, noch ist das Ganze nicht abgeschlossen. Man ist da noch mit bei. Man sieht, vieles ist da auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es ist inzwischen so, dass ein Großteil der Bildinfrastruktur, die dahinter gehört, angeglichen wurde, dass das also jetzt, wie gesagt, mit der Fedora-Infrastruktur ähnlich ist, dass die Prozesse mit angepasst wurden. Man hat auch an den Softwarequellen einiges getan, so das bisherige CentOS und CentOS Stream 8 wird noch immer auf dem eigenen Git-System betrieben. CentOS Stream 9 kann man sich komplett und auf GitLab anschauen. Da ist der Link mit drin, da sieht man dann jedes einzelne Repository drunter. Da unterhalb von CentOS Stream gibt es einen Ordner RPMs und da sind wirklich sämtliche Patches und alles für die aktuelle Entwicklung drin, sodass man also genau sehen kann, welche Patches Red Hat anwendet und was da alles mit draufkommt. Und das ist dann auch der Part, wo bereits Beteiligung möglich ist. Das kann man wie jedes Git-Projekt dann entsprechend forken, kann seine Änderungen mit einführen, kann seine Patches einbauen, kann dort Merge-Requests stellen, das was bei GitHub entsprechend Pull-Requests heißt, sodass man da also sagt, ich habe hier eine Korrektur vorgenommen, ich habe eine Verbesserung eingebaut, prüft die bitte mal und übernehmt sie, wenn es geht. Das heißt, damit ist jetzt für CentOS Stream 9 das soweit auf der Linie, wie man das haben möchte, dass dort einfach über diese Wege, über ganz normale Software-Entwicklungsmethoden, die man hat, Beiträge geleistet werden können.
Man sieht es aber auch in dem, was ganz drumherum gehört. Ich habe mir jetzt hier die Dokumentation einmal rausgepickt. Wer das aus der Fedora-Community kennt, docs.fedoraproject.org, ist sehr voll. Da sind sehr viele Dokumentationen drin. Docs.centOS.org ist noch etwas rudimentärer. Das beginnt gerade im Aufbau. Man sieht da die Menüstrukturen schon so ein bisschen. Unten rechts ist nochmal so ein kleiner Ausschnitt aus den Packaging Guidelines. Es begegnet halt noch einem häufig dieser Text, this page is waiting for content. Das heißt, da ist das noch nicht so, dass auch wirklich alles dokumentiert ist, dass man für alles die entsprechenden Referenzen hat, sondern auch das ist noch im Aufbau begriffen momentan. Wenn man jetzt mal so guckt, wie diese Entwicklung denn wirklich passiert oder wie Änderungen, die dort eingegeben werden in die Source Repositories, ihren Weg durch CentOS Stream und durch die RHEL-Entwicklung nehmen, dann verdeutlicht diese Grafik das eigentlich am besten. Da steht am Anfang immer ein Pull-Request, der gemacht wird, um eine Änderung in dem Git-Repository entsprechend reinzukriegen. Da ist dieses Dist-Git-System bei, was man auf der linken Seite sieht. Das ist also das, wo die Spec-Files und die ganzen Patches und so weiter für diese Distribution, für die einzelnen RPMs verwaltet werden. Und alles, was dort entsprechend reinfließt, wird automatisch auch in den internen Bereich von Red Hat für die RHEL-Entwicklung mit reingespiegelt. Das ist also nicht so, dass das unterschiedliche Linien sind. Und die Red Hat-Entwickler sind auch gehalten, alles, was sie in dem unteren Bereich, in dem internen Bereich ändern möchten, eigentlich über den öffentlichen Bereich zu tun, dass das durch Pull-Request im CentOS Stream mit eingereicht wird und dementsprechend in beiden Linien CentOS Stream und RHEL-Entwicklung parallel entsprechend auftaucht. Somit folgt man da diesem, Red Hat nennt das Upstream First, dass die Entwicklung bevorzugt also in dem Upstream-Projekt stattfinden soll und nicht in dem internen Bereich, sodass das nicht so auseinanderläuft. Und dann sieht man, sind die Verläufe eigentlich dieselben. Es werden automatisch die Pakete gebaut. Man hat in beiden dieses Koji-System dann mit drin. Das ist also so ein Stück Software, wo an jedes RPM, was gebaut wird, dann entsprechend Tags mit rangehängt werden, um halt zu sehen, wie weit sie sind. Sind sie erfolgreich gebaut worden oder gab es da Fehler? Und das, was in der Mitte als Gating dann mit drin ist, ist dann ein System, was mit entscheidet, ob ein Paket soweit stabil genug ist, dass es in die Distribution mit reinlaufen könnte, wo also auch Tests drauf gefahren werden und wo dann entsprechend, wenn auch diese Tests überstanden werden, das den nächsten Tag als Kandidat bekommt und soweit immer weiter Richtung Release gehen kann. Auch diese Tests sind so eine Geschichte, die dort jetzt mit geöffnet wurde. Man wusste die ganze Zeit schon, dass Red Hat intern sehr viele Testszenarien laufen lässt, weil sie ja auch entsprechend Hardwarehersteller und Hardware zertifizieren auf Kompatibilität. Das tun sie genauso mit diverser anderer Software und dort laufen automatische Tests, dass also sichergestellt ist, dass das am Ende auch funktioniert und man da nicht riskiert, dass das auf einmal auf so einer zertifizierten Hardware nicht mehr läuft. Aber auch das ist jetzt geöffnet worden. Das heißt, auch im Community-Bereich können solche Tests mit reinfließen. Wenn ein Softwarehersteller also zum Beispiel sagt, ich möchte, dass bestimmte Sachen aus meinem Projekt automatisch mitgetestet werden, kann er das dort rein beteiligen. Die Tests laufen grundsätzlich immer über beide Wege mit rüber. Und damit das Ganze weitergeht in Richtung Candidate und Release, müssen also sämtliche internen und externen Tests erfolgreich absolviert sein. Und erst dann wird es in den Bereich reingehen, wo es nach rechts Richtung Release mitgeht. Es werden dann nachher diese Composes gebaut. Das ist das, was wir vorhin schon mal gesehen haben mit den Downloads. Da werden im Prinzip automatisiert jede Nacht die gesamten Sachen einmal gebaut, die wir sonst auf den Repositories, auf den Mirrors auch sehen können. Da sind die einzelnen Repositories drauf, jetzt ein BaseOS oder ein AppStream oder die diversen Erweiterungen. Da sind aber auch die ISOs schon mit drauf, sodass das also wirklich die Version ist, aus der die Entwickler nachher testen können. Bei diesem Modell ist jetzt im Prinzip noch so ein kleiner Haken mit bei. Und das ist nämlich, wie steuert man das Ganze? Wie wird das Ganze kontrolliert? Und da muss man tatsächlich sagen, ist es natürlich so, das CentOS-Modell, das ist sehr eng jetzt mit Red Hat verzahnt und sehr stark an dieser Firma mithängt. Und die Maintainer, die dort die einzelnen RPMs betreuen, die kommen auch großteils alle von Red Hat.
Red Hat behält sich das vor, dort auch Entscheidungen mitzutreffen, was in die Distribution reingeht oder nicht. Das können Support-Gründe sein, weil man also zum Beispiel sagt, in der kompletten Linie 8 will ich keine großen Versionssprünge drin haben. Also würde etwas, was jetzt einen Versionssprung in der GLAC oder sowas bedeuten würde, das wird nicht akzeptiert, sondern das wird dann aus der normalen Linie rausgehalten. Sind also Support-Entscheidungen, weil man sagt, wir möchten die Stabilität von unserem System nicht riskieren. Oder es können auch strategische Entscheidungen sein. Red Hat hat lange Zeit als Technical Preview zum Beispiel das ButterFS mit im System gehabt und hat aber vor einiger Zeit entschieden, dass sie das doch nicht als stabil ins RHEL mit reinnehmen möchten, dass sie stattdessen lieber andere Komponenten weiterentwickeln. Und wenn man jetzt Patches einreichen würde, die dort ein ButterFS mit reinbringen, dann besteht auch die Chance, dass Red Hat sowas nicht akzeptieren würde. Aber sie haben dort in dem Community-Bereich auch eine Variante geschaffen oder einen Weg geschaffen, wie man trotzdem damit umgehen kann. In dem CentOS-Projekt gibt es diese Special Interest Groups, die kennt man inzwischen ja aus diversen großen Projekten, wo sich Entwicklergruppen zu bestimmten Themengebieten versammeln und das weiterentwickeln und vorantreiben. Und diese Entwicklergruppen können Leute von Red Hat mit enthalten, sie können aber auch komplett unabhängig sein. Und vor allen Dingen in diesen SIGs kann dann auch Software mit bereitgestellt werden, die inkompatibel mit dem normalen RHEL wäre, weil es kein fester Bestandteil von RHEL ist, sondern ein Add-on, was man drauf installieren könnte quasi. Und ich habe da jetzt mal so ein paar Beispiele mitgenommen. Es gibt zum Beispiel eine SIG für die Infrastructure, die die gesamte Build-Infrastruktur und so weiter betreut, die dort auch entsprechend Pakete bauen für Automatisierung und so weiter, die zum Teil nicht in der Distribution mit drin sind. Oder was sich relativ neu gegründet hat, Automotive. Das ist also so eine Zielgruppe, dass man auch diese Systeme der RHEL-Familie in der Automobilindustrie einsetzen möchte. Da geht es also zum Teil mit in den Embedded-Bereich rein. Auch da werden ja zum Teil inkompatible Sachen dann mitentwickelt. Oder ein Beispiel, was auch immer gerne mit rangezogen wird, ist diese Hyperscale-SIG. Hyperscale sind so die Zielsysteme, wo man sagt, wir möchten da wirklich in einer großen Anzahl mitarbeiten. Und da sind so Firmen wie zum Beispiel eine Facebook mit bei, die sagen, wir betreiben zigtausende CentOS-Systeme oder jetzt CentOS-Stream-Systeme. Und da haben wir bestimmte Anforderungen ans Management und das möchten wir hier mitentwickeln und die beteiligen sich dort auch in dieser Special Interest Group mit drin. Das heißt, wenn man was hat, wo man weiß, dass wird nicht so in die normale Distribution mit aufgenommen. Das ist etwas, was on top kommt. Dann wäre das so ein Thema, was in einer Special Interest Group mit entsprechend bearbeitet werden könnte. Gut, was sind die Chancen, die man dadurch hat? Wie gesagt, das ist so ein Thema, das politisch halt viel diskutiert wurde. Gerade auch unter den Änderungen der Eigentumsverhältnisse von Red Hat, die da kürzlich stattgefunden haben. Aber wenn man das mal so aus der technischen Sicht sieht, was da passiert ist, oder auch aus der Community-Sicht, gibt es dort Chancen, sich mehr an so etwas zu beteiligen. Man hat die Chancen, mitzuentwickeln und dort auch Entwicklungsbeiträge und Source-Beiträge zu leisten. Red Hat öffnet sich da also ein Stück weiter, was auch die RHEL-Entwicklung angeht. Und die gesamte Entwicklung ist halt durch diese ganzen Prozessumstellungen auch wesentlich transparenter geworden. Man kann dort in die ganzen Logs reinschauen, man kann sehen, was für Patches sie anwenden und so weiter. Das heißt, da ist wesentlich mehr Öffnung passiert. Das ist auch nichts, was jetzt das erste Mal passiert bei Red Hat, sondern wenn man sich so andere Communities anschaut, wo Red Hat sehr aktiv ist, OpenStack, OpenShift und so weiter, da gibt es dieses Modell schon länger, wo sie das halt öffentlich komplett entwickeln. Von daher ist das jetzt nichts, was vollkommen neu ist für Red Hat, sondern man hat es jetzt auch auf der Betriebssystemebene weiter unten auch tatsächlich soweit transparent gemacht und geöffnet für das Ganze. Gut. Damit bin ich jetzt eigentlich mit dem Überblick, den ich geben wollte, auch soweit durch. Wir hätten jetzt noch Chance, wenn ihr Fragen habt, können wir da noch so ein bisschen drauf eingehen. Was ich allerdings nicht mit behandeln würde, sind die politischen Aspekte. Das ist, glaube ich, so die falsche Zielrichtung, weil ich mich hier auf die Technik und die Abläufe und Prozesse so ein bisschen konzentrieren wollte. Aber ansonsten gerne im Chat.
Oder wenn ihr jetzt nichts an Fragen habt, auch sonst in den anderen Community-Räumen hier auf den Kieler Linux-Tagen noch. Ja. Gut. Den Aspekt, ihr seht das ja auch im Chat, es kam gerade eine Chat-Nachricht hoch, dass die Entwicklung hoffen lässt, dass das System an sich noch nicht so ganz in Gefahr ist. Ich finde es halt auch eine positive Entwicklung, da stimme ich durchaus mit zu. Ja, gut. Ansonsten kommt im Chat nichts weiter an Fragen mit hoch. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was darüber mitnehmen können, was da jetzt im Hintergrund passiert ist, wenn man mal so ein bisschen schaut, was sich hinter diesen öffentlichen Announcements nun verborgen hat. Dass man auch mal sieht, dass das ein bisschen Vorteile geben kann oder was auch die technischen Beweggründe für solche Schritte waren. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß heute bei der Veranstaltung und bei den anderen Vorträgen, die jetzt noch kommen.